Der davon ist doch tot, oder? Ja. Gut. Nicht, dass uns jetzt noch ein lebendes Wildschwein über den Weg läuft. Das wäre ja ganz und gar nicht schön. So, das müsste ja gleich davon sein. Da ist das ja ziemlich unproblematisch. Irgendwo müsste es jedenfalls sein. Ich glaube, hinter der Ruine, oder? Gucken wir mal. Ja, hier sind sie doch schon, die Waldläufer. Wunderbar. Bleibt da... Ach nein, der Arakos, der läuft jetzt auch zurück, oder? Du solltest meinen Rat annehmen. Dass sie immer so quatschen müssen. So, wo haben wir es denn? Ja, erstmal heilen. Kannst du mich heilen? Das kann ich, Wanderer. Komm an mein Feuer und ich lindere deinen Schmerz. Äußerst freundlich. Heile meine Wunden. Adanos Licht erleuchte diesen Körper. Ja, ja, Adanos, ist klar. So. Also ich muss sagen, das, was so an Hintergrund dann bei unserem Rollenspiel aus den Druiden gemacht wurde und den Waldläufern, ist schon fantastisch. Also was dann da generell ein Hintergrund draus geworden ist, auch diese ganze Mythologie der ersten Wesen der Welt. Also man hat sich dann da oft drauf versteift, die ersten Wesen, die Urwesen quasi der Welt dann mit einzubringen, die dann quasi die Ältesten sind, die ersten Geschöpfe, die Adanos geschaffen hat. Das war ganz interessant, muss ich sagen. Ich habe es aber bloß so teilweise mitverfolgt, weil ich nie so richtig damit drin gesteckt habe bei den Waldvölklern. Von daher, naja, kann ich bloß so grob und oberflächlich erzählen. Ich habe deinen Druidenstein gefunden. Dank dir, Wanderer. Aber ich sehe, er ist blass und kraftlos. Wenn er seine alte Macht wieder erlangen soll, muss er wieder aufgeladen werden. Ja, und da haben wir schon ganze 15 nochmal draufgekriegt. Das wären jetzt schon 30 Rufpunkte bei den beim Waldvolk. Das ist aber nicht bloß für eine Stadt, sondern generell für das gesamte Waldvolk. Und da kann man sich denken, wie viel Hintergrund zum Waldvolk es in diesem Spiel gibt. So. Kannst du den Druidenstein wieder aufladen? Das kann ich. Doch fehlt es mir an Zutaten für die Prozedur der Erneuerung. Was brauchst du denn? Du hast mir den Stein zurückgebracht, Wanderer. Wenn du mir hilfst, ihn wieder aufzuladen, werde ich meine Kraft mit dir teilen. Das ist supi. Die sind alle sehr freundlich. Die schenken uns dann nämlich ihre Druidensteine und dann können wir uns in die Tiere verwandeln. Mit Hilfe der Druidensteine. Ich helfe dir bei der Suche nach Zutaten für deinen Druidenstein. Sehr gut. Ich brauche 20 Steinwurzeln. Aha. Sie wachsen nur an Orten großer Feuchtigkeit. Du wirst sie ausschließlich an Flussbetten finden. Viel Erfolg. Ich glaube, ein paar haben wir schon. Ja, also es würde einem Druiden bei unserem Rollenspiel niemals einfallen, seinen Druidenstein wegzugeben. Das ist ein Gegenstand, den man nicht einfach so mal kriegt und vor allem auch nicht einfach so weggibt, denn laut der Mythologie, die wir da dann dahinter hatten, ist es so, dass darin die Seele eines Naturgeistes stecken kann. Kann, wohlgemerkt, denn das ist nur der Fall, wenn der Naturgeist gestorben ist, quasi. Also das ist wie ein Ruheort quasi. Und bis zu seiner Rückkehr verweilt die Seele des Naturgeistes dann in diesem Stein, beziehungsweise die gesamte Kraft dieses Naturgeistes. Und deswegen würde man den niemals weggeben, weil man der Hüter dieses Steines ist als Druide und dann wäre das schon ziemlich doof, den wegzugeben. So, ich wollte gucken, wie viele Heilwurzeln wir haben. Das geht hier. Heilpflanze hätten wir genug. Das ist aber nicht das Richtige. Wir haben Heilwurzeln, da bin ich mir sicher. Die Frage ist bloß, wow, hier 19, willst du mich verarschen? Ja gut, mal gucken, ob wir noch irgendwo eine in der Nähe finden. Dann können wir das auch ganz fix abschließen hier. Davon wächst doch was. Vielleicht ist da was mit dabei. Nee, das sieht nicht so aus. Egal, sammeln wir trotzdem einen Waldbeere. Wir haben ja auch keinen Fluss, von daher. Herrscherkraut. Das ist genau das Richtige für mich. Komm mal her, ja. Was? Dem einen ist viel weniger. So, ich dachte schon, er sagt Game Over, aber hätte nicht so ganz reingepasst hier ins Setting. Und da haben wir schon eine Heilwurzel 20. Das ist doch schön. Und schon wieder ein Kronstöckel. Ich habe schon 4 Kronstöckel, glaube ich. Das ist echt nicht normal, Leute. Ich glaube, 4 dürfte dann auch schon so die Zahl sein, die es insgesamt gab in den anderen Gothic-Teilen jeweils. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Vielleicht übertreibe ich auch, ich weiß es nicht. Hier und so. Steinwurzeln, ne? Hier, ich habe Steinwurzeln. Sehr gut. Jedoch brauche ich noch mehr. What? Ich habe 2 gehabt. Ich dachte, ich hätte...
Hä, nee, ich hab doch... Da stand doch 19. Ja, jetzt habe ich keine mehr drin, super. Aber... Ach, Heilwurzel habe ich geguckt. Ich bin auch schlau. Ich brauche natürlich nicht Heilwurzeln, sondern Steinwurzeln. Ja gut, dann bleibt das halt offen, aber ich bin so... Das ist nicht euer Ernst, oder? Grundstöckel Nummer 5. Dann bleibt es halt offen, aber ich bin sowieso nicht so scharf darauf, den Druidenstein zu kriegen, weil es jetzt nicht so riesig ist, einfach als Tier zu kämpfen. Und vor allem kriegen wir später einfach noch einen viel geileren Druidenstein. Lustigerweise nicht von einem Druiden, aber das werde ich zu späterer Zeit mal anmerken, wenn das denn der Fall ist. Wir werden noch sehr, sehr viel zu tun haben hier im Rollenspiel. Ich glaube, das wird ewig gehen, dieses Let's Play. Das könnte schon... Also dreistellig werden die Folgen auf jeden Fall, denke ich. Huiuiui, mal sehen, wann ich damit fertig bin irgendwann. Naja gut, bewegen wir uns mal weiter. Ich glaube, in die Richtung sollte es dann auch relativ schnell nach Monterra gehen. Oh, ich glaube, wir laufen in Richtung Trelis schon. Ja, dann müssen wir davon irgendwo mal nach diesem Steinbogen nach rechts abbiegen. Und vor allen Dingen müssten wir mal Cyrus abwerfen irgendwann, aber ich glaube, das kann noch warten, bis wir in Monterra sind. Der läuft uns ja bereitwillig hinterher. Das hat er davon, dass er uns nirgendwo hingeführt hat. Und hier hinten, glaube ich, werden wir definitiv nicht mehr auf Ortega und seine Bande treffen. Aber man weiß ja nie, ne? Soll der Cyrus uns ruhig folgen. So, ich denke mal, nach links geht's nach Trelis. Genau, und hier geht's nach Monterra. So wünsche ich mir das doch. Sammeln wir mal nebenbei immer mit ein bisschen ein. Man sieht, es gibt, kann immer mal einen Quest geben, wo man irgendwelche Pflänzchen hoch oder so brauchen kann. Kommst du? Hier und so? Nicht? So, das war's mit dir, du Mistvieh. How challenging. So. Frames. Mann, Mann, Mann. Gut. Und ein Geiler noch. Ein fetter Geiler. Komm, dich machen wir platt, du geiler Sack, du. So, truff aufs Maul. What? So. Ich glaube, ich habe Cyrus gerade voll ins Gesicht gehauen mit meinem Schwert. Komm mal aus dem Busch raus, bitte. Ach, Mensch. Ein bisschen weniger. Was du nicht sagst. So, kriege ich noch mal kurz hier in den Ruinen rum. Schick ist es hier. What? Schon wieder. Die sieht man aber auch kaum auf dem braunen Boden. Die sind gut getarnt. Was? So, das war's mit dir, du Mistvieh. So, schon wieder vorbei. Die Heilwurzel nehmen wir auch mit. So, und ich würde denken, hier sind irgendwo ein paar Rebellen unterwegs. Bin mir aber wirklich nicht mehr sicher. Es ist aber erstaunlich, an wie viele Detailsachen ich mich noch so erinnern kann, weil es wirklich schon ewig her ist, dass ich hier gespielt habe. Aber gut, sowas prägt sich halt ein, ne? Wenn man Spaß an einem Spiel hatte. Ich glaube, ich habe das auch gar nicht so oft in Folge gespielt. Da gibt es ja Leute, die machen das viel öfter, viel exzessiver. Und vor allem in viel krankeren Variationen. Ach ja, da sind ja die ich gesucht habe. Wir machen erstmal hier. Nein! Gott verdammt, wie hat er mich gesehen? Ich wollte mir doch gerade die Rüstung ausziehen. Huch. Das ist ja auch ein schöner Hochstand. So, wo ist denn Cyrus? Cyrus, dich hat's nicht erwischt. Was für ein Glück. Alter Kumpel. So, legen wir den Kram ab hier. Und jetzt können wir nochmal vorbeischauen bei denen und dann sollten sie weitaus freundlicher sein, hoffe ich. Es kann auch sein, dadurch, dass sie mich jetzt schon gesehen haben, dass sie weiterhin böse auf mich sind. Mal gucken. Hallo. Dir werde ich helfen. Verdammte Kacke. Ach, Schiete. Na komm, was soll's. Ja, hier Otis. Die, Motherfucker, die. Wobei, es kann sein, dass die... Nee, ich glaube, die sterben gar nicht. Ich glaube, die fallen einfach nur um. Ja, hier, drauf da. Hallo. Mann. So, und dann nehmen wir die mal auseinander. Habe ich sogar ohne Rüstung gekämpft, Mensch. Da kannst du das Scheißding auch wieder anlegen. Scheiße, nicht
Das ist aber nett hier hinten. Da will ich doch gleich mal vorbeischauen. Das sagt mir auch noch ein. What? Ach, weil das ein Orksöldner ist. Meine Güte, komm auf die Fresse. Cool, wie der aussieht, der Cyrus, mit den ganzen Pfeilen im Bauch. Hier, geh mal nach Hause. Lauf zurück. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. Aber ganz schnell, du hast übrigens Pfeile im Unterleib stecken. Wollte ich nur mal so angemerkt haben. So ein Dich nehmen wir auch noch aus. Ich mach dich fertig. Alter, lass den stehen! Mann. Nein! Du sollst die... Ach, shit. Ich hab's immer noch drauf. Ja, komm, jetzt geh halt. Bleibt hier! Ja, Mann, jetzt hackt das ja auch noch so wahnsinnig. Scheiße. Ja, kümmere dich um die da, das ist mir Wurst. Komm, ich helfe dir. Die Rebellen sind egal. Ja, stirb. Und jetzt geh endlich, ich will, dass Otis leben bleibt. Lauf! Gesundheit, lieber Held. Hatte ich nicht gesagt, Helden werden nicht krank? Ja, egal. Schön, 4 Waffenbündel. Ich weiß gar nicht, wofür wir die brauchen oder wofür die hier rumliegen. Aber ich glaube, die sind universell immer mal für irgendwelche Missionen einsetzbar. Für den König. Was du nicht sagst. Du bist ganz schön mutig. Was meinst du? Mit dem Spruch kommst du nicht weit bei der von Orks besetzten Gegend hier. Uns Rebellen erkennt man sowieso auf 1000 Meter Entfernung. Du solltest uns mit ein wenig mehr Respekt behandeln, sonst wird es dir wie den Wüstenhändlern ergehen. Alter, du hast gerade schon 3-mal Dreck gefressen. Du solltest mal schön die Klappe halten. Von welchen Wüstenhändlern sprichst du? Wenn du die Straße nach Westen folgst, kannst du noch ihren alten Kram liegen sehen. Wir haben sie ausgenommen und in die Flucht geschlagen. Nach Westen? Okay, das merken wir uns mal. Denn das ist, glaube ich, ein Hinweis auf ein anderes Quest, das wir dann noch erhalten werden. Wo sind diese Wüstenhändler jetzt? Sie sind nach Montera gelaufen. Wäre besser für sie, wenn sie da auch bleiben. Ja, machen sie auch. Was machst du hier? Ich warte auf eine Nachricht von unserem Mann in Montera. Euer Mann? Wir haben einen Mann bei den Söldnern eingeschmuggelt. Er soll herausfinden, wann der richtige Moment ist, eine Revolution zu starten. Was vermutlicherweise erst dann der Fall sein wird, wenn wir sagen, hey, ich mach mit. Und nein, ich will nicht mitmachen, das könnt ihr vergessen. Erzähl mir mehr über euren Spitzel bei den Söldnern. Nur weil du mich noch nicht getötet hast, bedeutet das nicht, dass ich dir vertraue. Das wäre zu einfach. Ich hab dir das Leben gerettet, Mann. Der Typ hätte dich aufgespießt, das Cyrus. Ihr habt die Wüstenhändler ausgeraubt? Und wie wir das haben. Doch bevor du auf dumme Gedanken kommst, wir haben schon alles nach Okara gebracht. Na super. Nach Okara, das ist ganz, ganz große Klasse. Ja. Das will ich nicht. Ja, hier. Erzähl mir mehr über Okara. Darüber wirst du noch früh genug etwas erfahren, glaub mir. Das ist nämlich das zweite Rebellennest. Da werden wir wahrscheinlich aber erst später hinkommen. Und ja, mal gucken, ob es da überhaupt was gibt dann für uns. Vielleicht gibt es da bloß Tod und Verderbnis, das kann auch sein. Mal hier hochgehen. Na, was haben wir denn da? Das sieht doch schon wieder ganz stark nach Kronstöckel aus, jawohl. Und ich glaube, meine Platte ist schon wieder voll. Von daher schaffen wir es in dieser Aufnahme doch nicht nach Montera rein. Oder wartet mal, ich guck mal, wo es ist. Ja, kommt, dann gehen wir noch schnell. Na los. Ich will noch nach Montera rein. Ich will es noch schaffen. Wir haben den Typen ja hier stehen. Das ist ja... Ja, ich glaube, wir laufen jetzt auch nicht nach Westen, oder? Nee, wir laufen nach Osten. Okay, da ist Montera. Ich sehe es schon. Und die haben auch schon wieder einen Bilderschrein, falls wir Magie lernen wollen. Machen wir aber nicht. Und dann gehen wir noch durchs Tor und dort werde ich dann speichern. Ja, das ist jetzt ein ganz schöner Krampf hier mit den Frames, sehe ich gerade. Die Platte wird auch schon wieder tüchtig voll sein, nehme ich mal so an. Könnte auch sein, dass ich jeden Moment weg bin. Mal gucken. Ich lasse es drauf ankommen. Ich will aber noch durch die Mauern gehen, in den sicheren Hafen sozusagen. Hey, alles fit? Lass mich in Ruhe. Dann eben nicht. So, Freunde, und da läuft es schon pünktlich auch wieder flüssig. Wir haben Montera erreicht und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahmesession. Gehabt euch wohl, bis gleich vielleicht auch. Mal schauen, mal gucken, wie auch immer. Bis gleich. Tschüss.